Liebe Besucherinnen und Besucher des Museumsquartiers, ihr wisst ja, das Museumsquartier ist nicht eines der größten Kunst- und Kulturareale der Welt, sondern auch vor allem das lebendigste. Und warum ist das so? Weil einfach alle Institutionen ein spannendes Programm hier präsentieren. Und eben nicht nur für Erwachsene, sondern vor allem auch für Jugendliche und Kinder. Und darüber hinaus sind wir nicht nur ein Museumsareal. Das heißt, es gibt darüber hinaus ja viel spannende Sachen. Es gibt Theater, es gibt Tanz, es gibt die Festwochen. Und das alles in einer Vielfalt, die sonst kaum wo auf einem Ort zu sehen ist. Natürlich gibt es das Spannende zum Kindermuseum, das immer ausverkauft ist. Natürlich gibt es den Dschungeltheaterbereich, der vor allem für Jugendliche und Kinder ist. Aber darüber hinaus gibt es in jeden Institutionen tolle Programme für Kinder und für Jugendliche. Und das wollen wir heuer an 4 Tagen ganz besonders unter Beweis stellen, unter dem Titel Kinderkulturparcours. Und ich danke allen beteiligten Institutionen, die das überhaupt ermöglichen. Und ich danke dem großartigen Kurator Stefan Rabel. Beim Kinderkulturparcours im Museumsquartier wird das Architekturzentrum Wien einen Ausschnitt aus dem derzeitigen Vermittlungsprogramm zeigen. Das ist zur SOS Brutalismus-Ausstellung Rettet die Betonmonster, ein Schülerinnen-Workshop und ein Workshop für Privatpersonen. Da werden wir uns fragen, inwieweit diese Bauten erhaltenswert sind, und einen praktischen Betonworkshop anschließen. Am Samstag wird uns ein Experte besuchen, der uns die genaue Konsistenz von Beton erklärt. Die Blindenführung, die wir Samstag, Sonntag anbieten durchs Areal, richtet sich an sehbehinderte Kinder, an blinde Kinder, aber auch an neugierige Kinder. Und anhand von Tastmodellen werden wir erst das Areal erklären, bevor wir die einzelnen Stationen des Kinderkulturparcours abgehen. Ziel ist einfach auch, neugierigen Kindern zu erklären, wie es ist, sich ohne Sehsinn zu orientieren. Wir machen das Ganze einfach, weil wir möchten, dass Kinder sich über den Einfluss der Architektur auf ihr tagtägliches Leben bewusst werden. Denn wir sind alle davon umgeben und sie wirkt auf uns direkt, unmittelbar, nicht über unseren Geist, und das machen wir wiederum bewusst. Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Jahr einen Schwerpunkt in Kinderkultur haben mit dem Kinderkulturparcours. Hier im Dschungel Wien ist das ganze Jahr Kinderkultur, nicht nur Kinderkultur, sondern auch Jugendkultur. Diesmal werden wir ein ganz spezielles Programm machen, und zwar zum Beispiel Komm mit nach Schnacki Hummer für alle ab 4+. Da werden wir schauen, wie das so ist, wenn man so aus dem Alltag heraustritt und etwas ganz Verrücktes macht und dabei vielleicht sein Glück findet. Die Schall- und Rauch-Agency wird nach Björn suchen, nämlich wo ist Björn? Und da können alle mitmachen auf der Suche im ganzen Museumsquartier, wer Björn ist. Und neben dem Ganzen haben wir natürlich unseren laufenden Betrieb mit Tigerlilien, ein Generationentheater für alle ab 10. Schall und Rauch Agency wird auch mit ihrem eigenen Stück hier sein, Gott und die Welt. Wer etwas für die ganz Kleinen sucht und wo auch die Eltern dabei sind, kommt zu Konter Kids zwischen 1- bis 3-Jährige mit Thiel Frühwald. Die Kunsthalle Wien freut sich sehr auf die nächsten Wochen. Wir bereiten nämlich unsere Programmpunkte vor für das große gemeinsame Kinderwochenende im Museumsquartier. Die Kunsthalle Wien ist vertreten mit einer wirklich sehr coolen Kinderdisco, die unter dem Motto Ich mag laut einlädt, gemeinsam Musik zu hören, zu tanzen. Wir haben richtig coole DJs dabei, es ist ein super Line-up. Es ist exklusiv für Menschen zwischen 4 und 10. Wir haben einen Türsteher, der alle Erwachsenen sofort abweisen wird. Insofern, ich bin schon jetzt neidisch. Es gibt einen weiteren Programmpunkt, etwas klassischer, das Kunsttagebuch. Das ist ein Workshop, wo man gemeinsam Bücher gestaltet. Wir werden zusammen kleben, ausschneiden, kollagieren, texten, dichten, sammeln, und am Ende werden wahrscheinlich ganz viele Publikationen entstehen. Das ist für uns gewissermaßen der Auftakt für ein großes Programm, was wir von Juli bis September im Museumsquartier in der unteren Halle, der Kunsthalle, zeigen werden. Dort entsteht gemeinsam mit Künstlerinnen und Künstlern die sogenannte Welttraumstadt. Wir laden Kinder ein, gemeinsam mit uns an ihren Visionen für die Stadt von morgen zu arbeiten. Dort wird gebastelt, konstruiert, gebaut, geforscht. Am Ende entsteht eine Ausstellung, die dürfen sich dann auch Erwachsene anschauen. Und diese Ausstellung wiederum wird auch auf ganz vielfältige Weise aktiviert. Insofern, ich freue mich sehr auf den Sommer, der bei uns in diesem Jahr wirklich ganz im Zeichen von Kunst für Kids steht.
Also ich glaube, die Besonderheit des Leopold-Museums liegt in seiner programmatischen Ausrichtung, die zeitlich einsteigt um 1830 im Biedermeier und sich eigentlich erstreckt bis in die Gegenwart. Das heißt, wir spannen einen Bogen von nahezu 200 Jahren Kunst- und Kulturgeschichte. Uns ist es wichtig, nicht nur die Kunstwerke zu zeigen, sondern eben auch entsprechend gesellschaftlich zu kontextualisieren. Und das, glaube ich, ermöglicht jungen Menschen, Schülern, Kindern, aber auch Erwachsenen, einen Einblick in die Geschichte zu nehmen über das Medium der jeweiligen Kunstwerke, ob das jetzt Gemälde sind oder Arbeiten auf Papier oder installative Sachen oder immer wieder auch neue mediale Formen, die wir präsentieren. Wenn man zum Beispiel die Wiener Moderne als Beispiel herausnimmt, so ist das Besondere, dass diese Zeit um die Jahrhundertwende ins 20. Jahrhundert hinein eine sehr komplexe war, dass es eine Zeit war, in der ein Paradigmenwechsel stattgefunden hat von den konservativen, traditionellen, akademischen Formen im Umfeld der K&K-Monarchie hinein in eine Entwicklung der Moderne, wo Künstler dann sich befreit haben von Auftraggebern, selbstständig, eigenständig Werke entwickelt haben. Und das Ganze muss man aber auch neben diesem sozusagen gesellschaftspolitischen Aspekten betrachten, in einem gesellschaftspolitischen Kontext. Das heißt, Wien war damals schon eine Großstadt von mehr als 2 Millionen Menschen. Es herrschte Armut und Reichtum gleichzeitig. Und das kann man alles auch in den Kunstwerken sozusagen visualisiert wiederfinden und zum Thema machen. Das heißt, es ist eine Intention von uns, dass wir jetzt nicht eine frontale Vermittlungsgeschichte anbieten, sondern dass wir sehr dialogisch arbeiten, dass wir mehr Fragen stellen, als vielleicht Antworten herauskommen, dass wir mit unseren Besuchern, Schülern, Jugendlichen ins Gespräch kommen und sie selbst herausfordern, kreativ zu denken, Bilder zu analysieren, Künstler versuchen zu verstehen, eine Zeit, eine Epoche zu analysieren und zu verstehen. Und das sind alles Aspekte, die, glaube ich, anders als in der Schule differenziertere Ebenen des Verständnisses ermöglichen und anregen. Das heißt, es ist eine andere Form der Weiterbildung, eine Form, die weniger mit vorgesetzten Meinungen zu tun hat, sondern mit einem eigenständigen, kreativen Sich-Erklären der Welt und der jeweiligen Epoche. Die Kunstvermittlung ist dem Museum ein zentrales Anliegen und hat in der Museumsarbeit einen sehr hohen Stellenwert. Die Angebote für Kinder und Jugendliche sind im Besonderen wichtig und auch der Direktion des Hauses ein großes Anliegen. Beispielsweise gibt es seit vielen Jahren einen Kinderclub, der ein breites Angebot an Kinder und ihre Familien richtet. Wir haben einmal im Jahr einen Aktionstag, an dem sich das gesamte Museum nur an die jungen Besucherinnen wendet. Wir bieten laufend unseren Kinderkunsttransporter an. Es gibt zu 2 Ausstellungen im Jahr einen speziellen Kindersaal-Folder. Dazu, und wir stehen hier im zentralen Raum der Kunstvermittlung, kann man sagen, öffnen wir einen breiten Fächer an Workshop-Angeboten. Workshops finden vor Originalen in den Ausstellungsbereichen statt und hier im Atelier, in dem dann praktisch gearbeitet wird. Den Aktionstagen des Kinderkulturparcours im Museumsquartier wird es auch ein Familiensonntagsatelier geben, wo Familien, wie immer sie sich zusammensetzen, mit Kindern unterschiedlichen Alters eingeladen sind, hier am Sonntagnachmittag im Atelier kreativ zu gestalten, in den Ausstellungen sich umzuschauen. Wer sich für Kinderliteratur und Kunst interessiert, ist bei unserem Bilderbuchkino richtig. Ich werde aus Büchern über Kunst lesen und erzählen und auch die Bilder bei uns im Kino an die Wand werfen. Wir freuen uns über viele Gäste und freuen uns über diese Aktion und Kooperationen mit den anderen Einrichtungen und hoffen, Sie auch bei uns hier zu sehen. Kinderkultur ist vielfältig. Kinderkultur ist der Kasperl, ist Slackline üben, ist auf einem verrückten Rad fahren oder ganz klassisch ins Museum gehen. Kinderkultur ist bunt, manchmal laut und sehr oft lustig. Wir hier in der Kinderinfo sammeln das breite Kinderkulturangebot im MQ und in ganz Wien und wir achten speziell darauf, dass die Sachen gut sind, dass sie eine Qualität haben und dass sie für alle leistbar sind. Jedes Kind hat Recht auf Kinderkultur. Zusätzlich zu unserem normalen Programm haben wir uns ein paar Spezialprogramme ausgedacht für den Kinderkulturparcours. Und zwar das Kino,
Da können die Kinder am Sonntag oder auch die Erwachsenen am Sonntag die Filme anschauen, die Kinder selber bei uns im Trickfilmstudio gemacht haben. Dann haben wir die Kunstwerkstatt, wo die Kinder mit zwei Künstlern, mit Billy Meskins und Stephen Mathewson zusammenarbeiten. Das dritte, das ist vielleicht auch wirklich das Highlight, das wird vor dem Zoom das Wellmore eröffnet. Das ist eine Kunstinstallation, wo 20.000 Liter Wasser unter einer Kunstrasendecke sich befinden und wo die Kinder herumhüpfen und sich bewegen können, spielen können. Und das hat schon die letzten zwei Jahre fantastisch funktioniert. Kinderkulturparcours, eine Reise durchs Museumsquartier. Was steckt dahinter? Eigentlich steckt etwas dahinter, was Sie 365 Tage im Jahr sehen könnten. Weil das Museumsquartier ist nicht nur das größte Kunstzentrum Österreichs oder eines der größten der Welt für Erwachsene oder für Jugendliche, sondern auch für Kinder und Familien. Das ganze Jahr gibt es Angebote nicht nur im Zoom Kindermuseum oder im Dschungel Wien oder über die Wien Extra Kinderinfo, sondern auch genauso im Architekturzentrum, im Lebold-Museum, in der Kunsthalle, im Mumok, übers Quartier 21 und auch viele andere Theater-, Tanzeinrichtungen, die im Museumsquartier für Kinder arbeiten. An diesen vier Tagen, 14. bis 17. Juni, sehen Sie aber geballt alle Kunstgenres, von Theater, Tanz, Ausstellung, bildender Kunst, Workshops, Interaktionen, Lesungen, können Sie sich Ihren eigenen Parcours durch das Museumsquartier machen und das Zentrum in Österreich für Kunst und Kultur für Familien genießen. Besuchen Sie uns am Donnerstag, den 14. Juni schon, 17 Uhr die große Eröffnung im Haupthof bis zum 17. Juni.